wir haben heute leider einen Regentag erwischt. Wir sind jetzt gerade an Tampere oder Tampa, wie spricht sich das aus? Ich weiß nicht, Tampere, vorbeigefahren und machen uns jetzt auf den Weg Richtung Küste nach Pori und hätten da eigentlich gern noch ein bisschen Stadtausflug gemacht, uns die Stadt angeschaut. Mal schauen, ob es bis dahin noch besser wird. Ansonsten geht es dann jetzt direkt noch 80 Kilometer weiter, direkt zum Campingplatz. Das Wetter wurde besser und wir haben einen Parkplatz direkt an der Fußgängerzone und gegenüber der Touristeninfo bekommen. In der 85.000 Einwohner zählenden alten Hafen- und Industriestadt, die 1558 gegründet wurde und im Laufe seiner abwechslungsreichen Geschichte 9-mal niederbrannte, gibt es zwar einige Museen und interessante Gebäude zu erkunden, aber nichts, was man jetzt mit 3 Kindern unbedingt macht. Also beschränken wir unseren Besuch auf das bekannte und einzige Mausoleum in Finnland und genießen dann den Nachmittag auf der gegenüberliegenden Flussseite in der wunderschön gestalteten Parkanlage mit einem Picknick und vielen Spielmöglichkeiten für die Kinder. Mama, was machen wir jetzt hier? Lies mal vor. Also, das Juselius-Mausoleum auf dem Kepere-Friedhof zählt zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Pori. Das Mausoleum hat der industrielle F.A. Juselius als Andenken an seine mit 11 Jahren verstorbene Tochter Sigrid errichten lassen. Die Wandfresken wurden zweimal von Gallen Kallela gemalt, zuerst vom Vater Axel, später vom Sohn Jorma. Ja, im Mausoleum ist Filmen leider verboten, also Fotos und Filmen darf man nicht. Das ist ein kleines Räumchen, in der Mitte so ein Geländer, in dem man runterschauen kann und das Grab von der 11-jährigen Tochter sieht. Und an der Wand sind Wandmalereien. Wie würdest du es beschreiben? Düster. Düster. Komm her. Also jetzt eigentlich nicht so ein angenehmer, schöner Raum. Also gar nicht so... ja, gar nicht so... Ich finde es gar nicht so sehenswert oder so schön geschmückt oder irgendwas, sondern es sind einfach sehr düstere Bilder an der Wand. Die Decken fand ich toll. Die Decken sind schön gemacht. Also es ist bestimmt irgendeine Symbolik mit Tod und Zerstörung in irgendeiner Form. Ja. So kam es mir vor. Also ja. Ich konnte es jetzt nicht. Das ist ein kleines Piratenschiff für Kinder, die vielleicht ein bisschen kleiner sind. Angriff! Angriff über die Wackelpilze! Angriff! Yeah! Ich bin hoch! Ich bin der Dino! Also es hört hier überhaupt nicht auf. Man kommt von einem Spielplatz auf den nächsten. Und wieder hoch. Jetzt kommt gleich schon wieder der Mattis, oder? Ja. Oh,
Der hat ganz schön große Hörner, gell? Hier endet das heutige kurze Video auch schon. Da wir euch nur einen kurzen Einblick in diese Stadt und die tolle Parkanlage, welche es in dieser Art in Finnland immer wieder gibt, geben wollten. Weiter geht's im nächsten Video mit Camping, Düne und Strand. Macht's gut, bis zum nächsten Video auf unserem Kanal Feel Free on Tour.